Hallo und einen wunderschönen guten Tag aus dem Bundestag in Berlin. Wir sind in der Haushaltswoche, da wird über die ganzen Zahlen beraten. Olaf Scholz hat natürlich mal wieder seine schwarze Null gepriesen und außerdem ansonsten eine SPD-Wahlkampfrede gehalten. Das ist ganz schön von unseren AfD-Kollegen und natürlich auch von den anderen Kollegen der anderen Fraktionen zerrissen worden, und zwar zu Recht. Mein Highlight des Tages, das war der Empfang einer japanischen Delegation, die sich jetzt bitte nicht verunfallen vor Lachen, tatsächlich bei uns erkundigt hat über unsere Fachkräftezuwanderung und unsere Migrationspolitik. Ich weiß nicht, ob sie lernen wollten, wie man es nicht macht, oder ob sie lernen wollten, wie man es macht. Da haben sie sich nicht so richtig in die Karten gucken lassen. Es war auf jeden Fall außerordentlich interessant. Es ist dann schon interessant, wenn sozusagen SPD- und Unionsvertreter ihr Fachkräftezuwanderungsgesetz, das sie in der Mache haben, loben, was im Prinzip ja auch wieder nicht zu wirklich qualifizierterer Zuwanderung führen wird, sondern im Prinzip zu einer Zunahme der Konkurrenzsituation, gerade in relativ umkämpften Bereichen. Es wird auch nicht zur Integration beitragen, sondern vielmehr dazu, dass unsere Parallelgesellschaften weiter anwachsen. Aber auf jeden Fall rühmten sie sich ob ihrer doch so herzerwärmenden Politik einer Angela Merkel, und dass das ja alles sozusagen wunderbar gewesen sei. Ja, da habe ich ein bisschen in die Suppe gespuckt und auch die nickenden Gesichter der Japaner gesehen. Wir wissen, dass die Japaner eine außerordentlich restriktive Migrationspolitik betreiben, übrigens auch dominant auf Technologie setzen, um eben auch demografische Probleme zu lösen. Also die Frage, was machen wir, wenn wir eine schrumpfende Arbeitskraft haben? Wie können wir das ausgleichen? Antwort, indem wir mehr auf Automatisierung und Technologisierung setzen. Das ist etwas, was die japanische Perspektive tatsächlich ist. Gleichwohl versuchen die Japaner doch ihren Arbeitsmarkt ein wenig zu öffnen für eben tatsächlich hochqualifizierte und qualifizierte Zuwanderung. Und da mussten sie natürlich lernen, dass in Deutschland eben nicht vor allem hochqualifizierte und qualifizierte kommen, sondern vor allem niedrig und unqualifizierte nach den Einwanderungspraktiken, die wir hier in Deutschland haben, nicht unbedingt nach dem Gesetz. Und ich führte dann eben aus, dass die EU-Freizügigkeit insgesamt relativ gut funktioniert, dass dort Arbeitsanreize bestehen und dass die Leute auch versuchen, sich zu integrieren. Meist auch die, die über die ganz normalen, legalen Arbeitsgenehmigungen und so weiter kommen, also sozusagen Arbeitsvisum brauchen, da gibt es ja auch relativ strenge Regeln, dass es aber eben alles konterkariert wird durch die massenhafte illegale Einwanderung, die wir tatsächlich sehen in Merkel-Bund Deutschland. Und dann habe ich eben auch ausgeführt, dass man aufpassen muss, nicht zu viele der gleichen Gruppe auf einmal an einem Ort anzusiedeln, weil wenn die alle miteinander reden können, Freunde haben, Familie haben, in ihrer Heimatsprache einkaufen gehen können, zum Arzt, vielleicht sogar arbeiten, dann haben die nicht das Bedürfnis, Deutsch zu lernen. Und wenn ich diese Parallelgesellschaften schaffe, dann habe ich eben auch tatsächlich diese Parallelstrukturen, wo ich in der zweiten oder dritten Generation Leute haben kann, die eventuell immer noch kein Deutsch sprechen, oder wo ich das Beispiel haben, die Japaner selbst gebracht, voller Verwunderung. Sie können gar nicht verstehen, wie ein Özil mit Erdogan posen konnte. Ja, ich kann das sehr wohl verstehen. Özil ist halt nie wirklich in Deutschland sozialisiert worden, ist nie wirklich deutsch sozialisiert worden, sondern türkisch und dazu noch relativ autoritär. So scheint sein Elternhaus gewesen zu sein, so scheint sein Freundeskreis immer gewesen zu sein. Und die Institutionen, das ist eben das Bittere, die können es dann auch nicht mehr richten. Ja, die Institutionen wie Schule oder die Gesellschaft, das ist immer halt nur eine der drei Komponenten, die zur Sozialisation beitragen, und dazu noch die Schwächste. Und das habe ich den Japanern heute mit auf den Weg gegeben. Es war lustig, dass dann der Dr. Bartke von der SPD, der Vorsitzende des Arbeit- und Soziales Ausschusses, die ganze Zeit es versucht hat, uns so darzustellen, das seien wir gegen jegliche Migration und ach, die Anti-Migrant-Migrationsleute und so weiter. Aber wirklich gefruchtet hat das nicht. Und ich glaube, das ist aber auch wirklich die zentrale Debatte, die wir in Deutschland führen müssen. Natürlich braucht man von Zeit zu Zeit in gewissen Bereichen eine gewisse begrenzte und hochqualifizierte Zuwanderung, das mag durchaus der Fall sein, als Mittel nach der Qualifikation der eigenen Leute, der Einheimischen, und auch nach sozusagen Technologieprozessen kann man durchaus auch sagen, naja, wenn sich jemand wirklich anstrengen und wirklich integrieren will, dann spricht auch nichts dagegen, dass er kommen und sich versuchen kann. Aber eben das massenhafte Aufnehmen Unqualifizierter, die weit weg sind von unserer Sozialisation, die völlig andere Werte teilen, die, wie wir es eben gerade auch eben im Bund Deutschland sehen, das angeblich bunt ist und tatsächlich doch anders aussieht. Das ist der wichtige Aspekt, den man hervorheben muss.
Viel hängt mit den Werten zusammen, die man in sich trägt. Viel hängt mit der Sozialisation zusammen, die man in sich trägt. Und viel hängt mit der Bildung zusammen. Aber es ist eben nicht nur Sprache, was die anderen eben alle behaupteten. Ja, es liegt an der Sprache und die Sprache sei so wichtig. Ja, die Sprache ist wichtig. Zugegeben, die Sprache ist ein ganz wesentlicher Schlüssel. Aber die Sprache allein macht es auch nicht. Ich kann die Sprache eines Landes beherrschen und das Land trotzdem hassen. Integration wird nur gelingen, wenn die Einwanderer das Land auch lieben. Aber wie sollen sie denn bitte schön Deutschland lieben, wenn die Deutschen ihr eigenes Land schon nicht lieben? Das ist eine Denksportaufgabe für den heutigen Tag. Ich melde mich bald wieder. Tschüss.